die Münchner Sicherheitskonferenz deutlich. Von der früheren Einigkeit des Westens ist in diesem Jahr nur wenig zu spüren. Bundeskanzlerin Merkel warnt gar, Zitat, vor einem Zerfall der internationalen politischen Strukturen. Gerade mit dem verbündeten USA gab es selten so viele offene Streitpunkte. Da ist zum einen der Umgang mit dem Iran. Die USA wollen den Bau einer iranischen Atombombe mit harten Sanktionen verhindern. Deutschland will über den Handel mit dem Iran im Gespräch bleiben. Weiterer Streitpunkt, das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Kritiker sagen, damit mache sich Deutschland abhängig von russischem Gas und gefährde Sicherheitsinteressen der NATO. Und dann der Handelsstreit mit den USA. Strafzölle sorgen erneut für scharfe Kritik. Mathis Feldhoff berichtet. Viele Streitthemen also. Großes Thema in München war auch das Ringen um die atomare Abrüstung zwischen den Weltmächten. Anne Gellinek, Sie sind gerade in München und haben das beobachtet heute. Vielen Dank für die Einordnung aus München. Anne Gellinek. In München gab es viel Gegenwind für die Politik von Donald Trump, wie wir gerade gehört haben. Und auch zu Hause steht er in der Kritik. Grund ist die Ausrufung des nationalen Notstands, um am Kongress vorbei doch noch auf das Geld für seine Mauer zu Mexiko zugreifen zu können. Ein Angriff auf die Verfassung, so der Vorwurf der oppositionellen Demokraten. Erste Klagen gibt es schon und weitere dürften folgen. Britta Jäger. Wegen seines sozialen Engagements genoss US-Kardinal McCarrick jahrzehntelang großes Ansehen. Jetzt hat ihn Papst Franziskus aus dem Priesterstand entlassen. 3 Monate geht das jetzt schon so. Samstag für Samstag ziehen die sogenannten Gelbwesten durch Frankreichs Straßen, protestieren gegen die Politik von Präsident Macron und für einen höheren Mindestlohn. Das geht oft nicht ohne Krawalle und eingeschlagene Schaufenster ab. Und das nervt immer mehr Franzosen. Der Rückhalt für die Protestbewegung schwindet, wie Wolfgang Zimmermann berichtet. Nigeria war heute eigentlich aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Doch wenige Stunden vor Beginn wurde die Wahl überraschend auf kommenden Samstag verschoben. Die Wahl ins Inland. Finanzminister Scholz will Elektroautos, die als Dienstwagen genutzt werden, deutlich länger fördern. Die steuerliche Vergünstigung solle nicht wie bisher geplant 2021 enden, sondern über das ganze nächste Jahrzehnt weitergeführt werden. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er, ob auf der Bühne oder im Kino, Bruno Ganz verkörperte oft die stillen, grüblerischen Charaktere und den Diktator. Adolf Hitler war wohl seine prägendste Rolle. Jetzt ist der Schweizer Schauspieler im Alter von 77 Jahren gestorben an den Folgen einer Krebserkrankung. Ganz beeindruckte in den großen klassischen Theaterrollen und spielte in mehr als 100 Filmen. Christoph Desterell erinnert an einen der größten seiner Zunft. Ja, ein Geschenk auch für die Zuschauer. Der Tod von Bruno Ganz überschattet den Abschluss der Berlinale. Viele sind traurig an einem Abend, an dem eigentlich gefeiert werden soll. Auf der Abschlussgala heute werden der Goldene und die Silbernen Bären vergeben. 16 Filme sind im Wettbewerb. Carola Wedel stellt uns die Favoriten vor, aber zunächst eine Würdigung. Ja, und jetzt zu dir, Norbert, und zum Sport. Es ist Samstag und Zeit für die Bundesliga. Ganz genau. Ja, und da musste Stuttgart gegen Leipzig im... Tja, wie lange uns dieses schöne Frühlingswetter erhalten bleibt, das sagt uns gleich Katja Hornifer. Das war's von uns. Marietta Slomka erwartet Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei wären um 19 Uhr. Einen vergnügten Samstagabend wünschen wir. Tschüss.